this tycoon, the start of a thriving empire is only ever one deal away. Exploiting gaps in the market and meeting demand is all in a day's work for a cunning entrepreneur. And expanding your business is necessary if you're to keep up with the times. But you won't be the only one looking to make it big. Competitors and self-sufficient towns will soon leave you looking for that next niche in the market. And a change of entrepreneurial tactics might be necessary to fend off financial collapse. However, be careful with your newfound direction. A poorly planned infrastructure will grind your business to a halt. And badly placed polluting industry will be sure to harm your reputation and quickly turn your business allies into foes. But the savvy business person will have all this under control with well-executed trade routes by road, water, air, and rail. And a well-targeted PR campaign will soon have those green towns and villages back on side and accepting your goods. All that's left to worry about is what you're going to produce next. For you are an industrialist, and success is in your blood. And who knows what the next new day will bring in rise of industry. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zur Rise of Industry. Ja, ich habe dieses Spiel, beziehungsweise ich wurde gestern auf dieses Spiel aufmerksam gemacht und ich habe mir gedacht, es gibt eine Demo-Version hiervon. Schauen wir uns dieses Spiel doch einfach mal an und machen uns selbst mal ein Urteil. Ich finde es von der Aufmachung her und von dem, was ich bisher so gesehen habe, echt cool. Ist mal ein anderer Ansatz. Ja. Und ich habe gedacht, da es eine Demo-Version gibt, zocken wir es einfach mal an. Gucken mal, was ihr dazu sagt. Und ja, vielleicht gefällt es euch und mir. Und dann werden wir da vielleicht noch ein paar Folgen von aufnehmen. So, es wird empfohlen. Ich habe noch nichts gespielt. Ich habe nur einmal kurz im Hauptmenü ein bisschen den Sound eingestellt und so. Das Tutorial kurz durchzuspielen. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch mal an. Und dann gucken wir mal, wie das Spiel so wird. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gespielt. Und ja, sagen, schauen wir doch einfach mal rein mit dem Tutorial. Ja, Anfänger würde ich sagen, ne? Ninja Anfänger. So, gucken wir mal. Aha, willkommen bei Rise of Industry. Ein Spiel, das deine unternehmerischen Fähigkeiten auf die Probe stellt. Fangen wir mit kurzer Erklärung an. Bewege deine Kamera. Ja, SD. Kam mit RMT. RMT. Haben wir gemacht. Q und E und zu drehen. Alles klar, das ist Raster. Okay, gut. Nutze das Mausrad, Bild auf, Bild zu. Okay, gut. Drücke WSD und Shift, um die Kamera zu beschleunigen. Okay. Klicke RMD, um die Kamera zu beschleunigen. Okay. Bewege das Tutorial-Fenster. Okay, das ist ja alles so einfach. So, um etwas in Rise of Industry zu bauen, musst du eine Genehmigung von, was steht da, von einem Siedlungszentrum oder einer Bezirksverwaltung für diese Region kaufen. Alles klar. Nur hin. Chapwick. Region. Achso, hier kann man das verfügbare, das ist ja schon ganz schön klein alles, ne? Verfügbare Rohstoffe in dieser Region. Fische, Holz, Sand und Wasser. Okay. Eine logische Genehmigung erlaubt das Bauen oder Zerstören von Straßen, sowie den Bau von logistischen, habe ich eben logischen gesagt, logistischen Gebäuden wie Handelsdepots oder Lagerhäuser. Alles klar. Wer schreibt mir denn jetzt hier bei WhatsApp? Machen wir das mal aus hier, den Scheiß. So, und das machen wir auch weg. Eine volle Baugenehmigung erlaubt dir, alles in dieser Region zu bauen oder abzureißen. Für dieses Tutorial musst du eine kaufen. Alles klar. Volle Baugenehmigung kaufen. Kostet 445.000 Euro oder Dollar oder was auch immer wir hier haben. Im Tutorial haben wir 99 Millionen. Das sollte ja wohl reichen. Wenn wir anfangen zu bauen, müssen wir vorsichtig sein.
Platzierst du Gebäude zu nah an einer Siedlung, verlierst du bei dieser Einfluss. Das ist natürlich nicht so doll, ey. Einfluss ist dein Ruf bei dieser Siedlung. Fällt dein Einfluss oder auf oder unter Null, können wir diese Region nichts mehr bauen. Alles klar, das ist natürlich doof. Wenn wir keinen Einfluss haben, meine Leute, dann gibt es keine Kohle. Und keine Kohle ist immer schlecht fürs Business. So, bauen wir jetzt unsere ersten Produktionslinie. Wir brauchen einen Wassersiphon, um den Rohstoff Wasser zu sammeln. Und ein Lagerhaus, um es zu vertreiben. Achso, einfach. So, ein Wassersiphon, wie andere Sammler, sammelt Rohstoffe, die vom Farmen und Fabriken verwendet werden, um andere Produkte herzustellen. Wassersiphon. Klar. Sollen wir anscheinend genau hier hinbauen. Straße. Was? Ja. Achso, wir sollen das einmal drehen. Mit R dreht man das. Achso, alles klar. Uiuiuiuiui. Mit R. Nice, und da sollen wir noch einen nebensetzen. Das kriegen wir hin. Dann zapfen wir schon mal was ab. So, schließe das Sammlerbaufenster. Alles klar. Zu. Nur 32 Punkte. Also schon ein paar. Jetzt müssen wir Straßen bauen. Um Wasser zum Wassersiphon bringen. Trucks können sich nur auf Straßen bewegen. Alles klar. Das ist irgendwie einleuchtend, ne? So, Feldweg. Gut, brauchen wir hier mal einen Feldweg? Zack. Mal sagen. Was soll ich denn jetzt machen? Achso, platziere die Straße, indem du über die markierten Felder klickst. Aha, alles klar. Hat er nicht ganz erkannt eben. Achso, man muss immer so rumziehen anscheinend, ne? Gut, dann ziehen wir so rum. So. Ein bisschen ranzoomen hier. Können wir uns ein bisschen besser angucken. Sieht aus, als wäre die Straße nicht verbunden. Stelle sicher, dass sie überlappt. Sie überlappen. Es reicht nicht, wenn sie sich nur berühren. Achso, okay. Also müssen wir da hinziehen. So, wahrscheinlich hier hinziehen, ne? Aha. Guck mal, da fällt auch schon gleich der erste LKW. So, jetzt sollen wir hier das wieder schließen. Gut. Der Wassersiphon läuft jetzt. Rohstoff wie Wasser und Sand können unbegrenzt gesammelt werden, solange du weiterhin den Unterhalt bezahlst. Alles klar, das ist schon mal gut. Wie sieht das jetzt hier aus? Fühlt sich denkbar. Ah, guck mal, der Tank hier oben füllt sich sogar auf. Und jetzt fällt er ab. Oder ist das einfach nur das Schwanken? Ich finde das eigentlich ganz schön. Sogar die Grafik finde ich ganz gut. Was sind die Weiße? Ach, das Weiße sollen wahrscheinlich Steine sein. Okay. So, alles klar. Das haben wir schon durchgelesen. Einige Rohstoffe wie Kohle, Kupfer, Gras, nee, nicht Gras, Gas, Eisen und Öl haben eine begrenzte Menge an Einheiten, die gesammelt werden können. Wir werden darauf achten müssen, wie sie benutzen. Okay. Sammler für diese Rohstoffe müssen in der Nähe ihres jeweiligen Rohstoffs platziert werden. Aber sie brauchen auch Straßen, um ihre Ernte und ihre Zentren funktionstüchtig zu verbinden. Alles klar. So, das müssen wir jetzt bauen. Platziere eine Kohlegrube. Da ist die Kohlegrube. Zack. Eieiei. Kostet aber alles schon ein bisschen Geld. So, jetzt müssen wir hier noch einen hinsetzen. Und noch einen hinsetzen. Oh, wollen aber gleich ganz schön viel, wa? So, der Holzplatzernte haben einen Wirkungsbereich, der mit dem Rohstoffmodus überlappen muss, um zu funktionieren. Alles klar, das waren die Dinger, die müssen halt auf den Rohstoffen der Kohle draufstehen, damit die halt abbauen. Okay. Holzplatzernte werden bis zu 4 Bäume in ihrer Nähe und ihren ausschließlichen Verwendung auswählen. Jeder ausgewählte Baum erhöht die Produktionsrate des Holzplatzes um 25%. Aber wir haben doch jetzt hier Kohle gebaut. Was erzählt ihr uns denn jetzt gerade von Holz?
Achso, jetzt soll ich 3 Holzplatzernter platzieren. Und wo ist das wahrscheinlich egal, ne? Oder hat er mir das irgendwie vorgeschlagen? Hier ist es ja alles rot. Oh, direkt an die Straße ran. Markierung da, wo gebaut werden soll. Wo soll denn gebaut werden? Ach, direkt daneben, ich Trottel. Aha. Zack, alles da. Noch ein hierhin. Und noch ein hierhin. Aber gut versteckt. So. Bäume und Fische werden aufgebraucht, aber sie sind auch erneuerbar. Fische tauchen mit der Zeit wieder auf und wir können Bäume pflanzen und darauf warten, dass sie wachsen. Öffne das Reformmenü. Alles klar. So, platziere 10 Bäume in der Nähe des Holzplatzes. Alles klar. Zack, 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 zack. Das scheint jetzt ja wohl... Aha, das waren schon 10. Das scheint wohl so. Okay, jetzt soll ich das Menü wieder schließen. Perfekt. Das Lagerhaus dient als Zentrum für einen Bereich auf der Karte. Sobald du es platziert hast, wird es die Sammlung und Vertreibung von Produkten unter den Gebäuden in seinem Radius übernehmen. Alles klar. Ah. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Ich habe irgendwie ein bisschen heiser. So, Entschuldigung. So, klicke auf das Lagerhaus in der Logistikbauleiste. Alles klar, Lagerhaus. Und jetzt wollen wir hier hinsetzen, mitten in den Wald. Was ist denn bei euch los, ey? Das Handy auch noch aus hier, das geht mir auf den Sack. Umvibriere hier, so. Wenn ein Gebäude ein Produkt herstellt, sendet es das Produkt an das Lagerhaus. Der Wassersiphon zum Beispiel wird Wasser zum Lagerhaus schicken. Na, das ist ja irgendwie logisch, ne? So, wir sollen wieder einen Feldweg bauen. Na, ist klar, kriegen wir hin. Rup. War gemacht. Ah, guck mal, da fährt er los. Oh, fahren sie gleich 2 LKWs los, 3 LKWs los, 4 LKWs los, 5 LKWs los, 6 LKWs los. Es kann sein, dass er, glaube ich, etwas viel produziert hatte. So, von dort wird das Wasser dahin gebracht, wo es gebraucht wird. Wie zum Beispiel eine Farm, welches Wasser nutzt, um Produkte zu erzeugen, die verkauft oder veredelt werden können. Öffne die Farm. Okay. Klicke auf Feld, Fruchtfarm. Klar, hier. Sollen wir hier hinsetzen. Aha. Was ist das denn hier für ein... Das waren einfach nur 3 Felder. Okay. Jetzt haben wir natürlich schon richtig Traffic hier, ne? So, jetzt müssen wir wieder eine Straße platzieren. So, wir haben das Tutorial dann auch gleich irgendwann mal durch. Aber das ist schon mal gar nicht so schlecht, was wir hier machen. So, jetzt nochmal wieder schließen. Sind ja alles immer schnelle Punkte hier. Unsere Feldfruchtfarm ist bereit, etwas zu produzieren. Wählen wir aus, was für Gemüse produziert werden soll. So. Das ist aber nicht groß, ne? Mein Gott. So, Gemüse, Hopfen, Kartoffeln oder Weizen. Aber wir sollen anscheinend Gemüse produzieren. Alles klar, dann produzieren wir mal Gemüse. Und jetzt sollen wir das Fenster wieder schließen. Okay. Glückwunsch. Jetzt haben wir eine Gemüseproduktionslinie. Aber sind noch nicht fertig. Passen wir unsere Produktionslinie an. Dafür wenden wir den manuellen Modus. Alles klar. Sollen das Wasserwerk anklicken. Öffne das Ziele-Tab. Okay. Klicke auf den Auto-Button, um den manuellen Modus zu aktivieren. Alles klar. So. Im manuellen Modus überspringen wir das Lagerhaus und schicken Produkte direkt dahin, wo sie gebraucht werden. Zum Beispiel können wir Wasser direkt vom Wassersiphon zur Farm bringen. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Wähle die Farmkategorie. Farmen, okay. Und einmal die Firma.
Super. Beachte, dass, wenn du ein Ziel bestimmst, wir nur Gebäude sehen, die das gewählte Produkt brauchen. Und je weiter oben auf der Liste das Ziel, desto näher ist es. Ah, alles klar. Gut. Weiter. Wenn du ein Ziel gewählt hast, können wir die maximale gelagerte Menge wählen. Wir können die Menge unbegrenzt lassen, wodurch Produkte so lange zum Ziel geschickt werden, bis das Lager voll ist. Okay. Wir können auch eine bestimmte Menge festlegen, die am Ziel gelagert werden soll. Das ermöglicht uns, unsere Produktionslinien fein einzustellen. Das betrifft alle Gebäude mit dem gleichen Zielort. Oh, was ist das denn für... Also noch mehr Pfeile hätten sie da jetzt aber auch nicht hinmachen können, ne? So, nutze Minus und Plus, um die Versandstufe auf 5 zu ändern. Wo ist denn Versandstufe jetzt überhaupt? Wo steht denn das, was wir einfach noch haben? Ach, das ist 1, 2, 3, 4, 5. Okay, schließe das Fenster. Was ist denn jetzt 5? Wo sehe ich denn jetzt hier, dass hier irgendwas gestiegen ist? Kann das jetzt auch nicht ändern. Okay, Glückwunsch. Du hast Teil 1 des Tutorials abgeschlossen. Jetzt wirst du mehr über die Wirtschaft und den technischen Baum in Rise of Industries erfahren. Okay, machen wir das Tutorial weiter. Wir machen das Tutorial weiter. Ich glaube, das Spiel ist ganz schön komplex und das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, wenn wir das einmal mit durchspielen. 51 Punkte. Heide Witzka. Okay, gut. Willkommen zu Teil 2 des Tutorials. Hier werden wir uns die genauen Details des Tech-Baums und der Wirtschaft ansehen. Das Ziel des Spiels ist es, ein blühendes Unternehmen zu unternehmen. Aha. Indem du Farmen, Sammler, Fabriken und Logistikgebäude baust und Waren an Läden und Siedlungen lieferst. Wenn du ein erfolgreicher Industrie-Tycoon bist, kannst du dein Vermögen verwenden, um einen neuen Auto- oder Computerprototypen zu erforschen und zu bauen. Wenn du dieses Ziel erreichst, wird es dein Vermächtnis. Aber wer ist der beste Spieler? Teile deine endgültige Punktzahl in sozialen Medien, bla bla bla. Klicke auf Hauptsitz in der Bauleiste. Alles klar, Hauptsitz. Hier soll also mein Hauptsitz hin. Das ist ja eher so eine kleine Garage. Der Hauptsitzmodell spiegelt auch den Erfolg deines Unternehmens wider. Wenn du die Architektur deines Ziels anpasst, für ein bisschen Geld, versteht sich. Okay. Am Hauptsitz kümmerst du dich um den Techbaum und Kredite. Beide sind nützliche Werkzeuge für dein Geschäft. Aber reden wir erst über den Techbaum. Okay. Zack. So. Klick auf den Techbaum, um ihn zu öffnen. Alles klar. So, der Techbaum ist eine Reihe von Technologien, die dir erlauben, dein Unternehmen reibungslos laufen zu lassen oder Produkte herzustellen, die sich für viel Geld verkaufen lassen. Das klingt immer gut. Der Techbaum besteht aus kleineren Bäumen. Jeder repräsentiert eine andere Industrie. In jedem Baum gibt es Technologien, die miteinander verbunden und in Reihe gegliedert sind. Ein Produkt basiert auf einem Produkt von der vorherigen Reihe. Und mit jeder Reihe erhöhen sie Komplexität, Kosten und Profit. Fangen wir mal mit ein paar kostenlosen Technologien an. Mit ihnen kannst du die anfängliche Strategie deines Unternehmens bestimmen. Für dieses Tutorial setzen wir Pizza als Ziel. Aha, machen wir also ein bisschen Pizza, dann hoffentlich Margarita. Weil das ist natürlich die beste, wie jeder weiß. So, alles klar. Klicken wir hier mal auf Gemüse. So, was haben wir jetzt freigeschaltet? Kann Gemüse auf der Feldfruchtfarm produzieren? Ah, ja. Forschungszeit 60 Tage. Klicke auf das Weizen-Icon. Haben wir auch gemacht. Und jetzt klicken wir auf das monatliche Forschungskosten-Icon im Effizienzbereich. Alles klar. Und hier sollen wir jetzt erforschen monatliche Forschungskosten. Hier werden wir Freischalter erforschen müssen, um Zugriff auf Rezepte und Upgrades zu erhalten, um zu Pizza fortzufahren. Klicke auf Mehl und Teig im Lebensmittelbaum.
Essen. Mehl. Ist klar. Und Teig. Alles klar. Wenn du den Mauszeiger über den Puttke hältst, zeigt ein Tooltip das Produkt, wo es hergestellt wird, seine Komponenten und wie viel Zeit und Geld nötig sind, um es herzustellen. Ja, wo steht denn das hier? Da, genau. Forschungszeit 540 Tage. Gesamtkosten 1,8 Millionen. Okay. Gut, dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Um etwas freischalten, die Übersetzung, sind ein paar Übersetzungsfehler drin, ne? Um etwas freizuschalten, stelle sicher, dass du die Voraussetzungen erforscht hast. Die Ausnahme sind Rohstoffe, die automatisch freigeschaltet sind. Ja, schon mal gut. Indem du den Investitionsslider anpasst, kannst du deine monatlichen Ausgaben erhöhen oder senken, was Forschungszeit verlängert und verkürzt. Das ist natürlich gut, weil jetzt waren das nämlich 540 Tage, jetzt gehen wir mal auf 250k. Jetzt dauert es nur noch 43 Tage. Aha! Die meisten Gebäude sind am Anfang des Spieles gesperrt. Du musst mindestens ein Rezept von einer Farm oder einer Fabrik erforschen, um dieses Gebäude freizuschalten. Okay. Du kannst auch mehrere Technologien hintereinander erforschen, indem du sie in die Warteschlange stellst. Du kannst bis zu 6 Technologien in der Warteschlange haben. Achso, weil wir forschen jetzt im Moment noch Mehl. Ah ja. So, Sammler effizient. Ermöglicht den Sammler effizient, um auf 75% und 150% einzustellen. Okay. Du kannst auch mehrere Technologien hintereinander erforschen, indem du die Warteschlange... Achso. Ja, genau. Gut. Haben wir gemacht. Kühe, Käse. So, da. Kühe. Nee. Ah ja. Freischalteschlange. Alles klar. Gut. Und Käse. Und Pizza. Und jetzt soll ich den Techbaum schließen. Oh, das ist aber schon ganz schön komplex. Finde ich gut. Reden wir über Kredite. Kredite sind Summen von Geld, die dir eine Siedlung leiht, um die du monatlich zurückzahlen musst. Unsere Stadtkapital ist im Kredit deiner Heimatregion. Ich bin ganz trocken im Mund von dem ganzen Gerede hier. Du kannst bis zu 3 Kredite aufnehmen, einschließlich deiner Start- und Bankrottkredite. Um einen aufzunehmen, öffne den Hauptsitz, wähle die Siedlung, bla bla bla. Das haben wir schon gemacht, okay. So, das ist aber echt klein, du. So, jetzt kann ich hier auch solche auf 4 Millionen gehen. Beziehungsweise ich sollte runtergehen, ich hatte ja schon ein bisschen. So, und diese Dauer soll ich auf 24 Monate halten. Ich habe Zinsen von 22,5%. What the fuck? Was ist denn da los? Ey, das ist aber viel. 22,5%. Heide Witzke, du. Da zahle ich ja fast 1 Million an Zinsen. Ne, eigentlich will ich den nicht akzeptieren. Das ist mir ein bisschen teuer. Aber okay, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Wenn du genug Geld verdienst, hast du die Option, einen Kredit abzubezahlen, indem du auf das Abzahlen-Icon des Kredits... Okay. Alles klar. Gut. Jetzt müssen wir den Kredit abbezahlen. Verkaufen wir unsere Gemüse, um etwas Geld zu verdienen. Wir werden eine Straße bauen und ein Ziel für unsere Gemüsefarm setzen. Alles klar. Platziere eine Straße. Wollen wir diese Straße hier haben? Wir sollen jetzt hier einmal runterbauen. Uiuiui, ganz schön lange Straße hier, ne? Zack, haben wir gemacht. Lagerhaus. Von Lagerhäusern oder Gebäuden im manuellen Modus kannst du Produkte entweder an ein Land oder eine Stadt verkaufen. Beide haben Vor- und Nachteile. Fangen wir mit der mit dem Start an. Nicht mit der Stadt, mit dem Start. Alles klar. So, klicke auf den Plus-Button. Klicke auf Gemüse. Agrarerzeugnisse, genau. Gemüse. Klicke auf Ziel wählen. Wähle Kategorie Start. Alles klar. Klicke auf Start Süden. Ziel.
auf. Ach so, okay. Wähle Nestling Baumarkt aus. Ach, Bauernmarkt, oh mein Gott. Das ist aber auch echt teilweise klein hier. Schließe Lagerhausmenü, alles klar, schließen wir auch. Öffnet den Bauernmarkt von Chepwick. Der Bauernmarkt, okay. Nach einem 15-Tage-Zyklus wird die Bevölkerung erwünschte Produkte in Höhe der Nachfrage des Lagersladens verbrauchen. Ist klar. Das passiert also von alleine. Die Nachfrage eines Produktes in einer Siedlung ist abhängig von der Art des Produktes, der Bevölkerung und wie schnell das Produkt hergestellt wird. So, muss ich hier anklicken. Wenn genug Produkte an eine Siedlung gesendet werden, wächst ihre Bevölkerung. Wachstum erhöht die Nachfrage und einen bestimmten Meilenstein eröffnen Siedlungen in öffentlichen Läden. So. Wenn eine Siedlung einen neuen Laden eröffnet, bietet diese neue Gelegenheiten einen Profit mit anderen Produktionslinien zu machen. Klar, hier oben läuft schon die LKW-Kolonne. Oh, leider geht meine Maus aus dem Bild. Das ist natürlich doof. Mal gucken, was einhändern kann. Großhändler, okay. Wenn du ein Produkt von einem Großhändler kaufen möchtest, musst du nur ein Produkt wählen und eines deiner Gebäude, welches das Produkt benötigt, als Ziel wählen. Klicke, ne, hier ist eine Sende, Wasser an die Feldfruchtfarm. Okay, Farmen, Feldfruchtfarm. Siehst du das Großhändlerfenster? Oh, da fahren die dann auch gleich los. Ich kann nach oben, ich kann nach unten. Nach rechts gehe ich aus dem Bildschirm, weil ich rechts so ein Bildschirm daneben habe, und nach links gehe ich aus dem Bildschirm. Das ist natürlich eher suboptimal, aber ich kann mich auch mit den Maustasten bewegen. Na gut, alles klar. Oh, wir sind schon bei 27 Minuten, meine Freunde. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Alter, Witz, über viel LKW-Verkehr hier. Donnerlittchen. In der nächsten Folge machen wir das Tutorial durch. Ich finde das wirklich sehr gut erklärt und ich glaube, das bringt euch das Spiel auch so ein bisschen näher. Genau. Die nächste Folge wird wahrscheinlich schon morgen kommen. Ich werde nachher noch ein paar Folgen aufnehmen. Lasst mal ein kleines Feedback da, was ihr zu diesem Produkt bzw. zu diesem Spiel haltet. Und dann würde ich mich ganz herzlich darüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen positive oder auch vielleicht negative, wenn es euch nicht gefallen hat, Resonanz da lasst, dass ich weiß, ob ihr eventuell Interesse oder nicht an diesem Spiel habt. Bis dahin, haut rein, euer Mr. Bosen. Ciao.